Mit den Amateuren von Hertha BSC stand Carsten Heine schon mal im Finale. Mit Chemnitz plante er jetzt die nächste Sensation. Danach sah es aber zunächst mal nicht aus. Mainz 05, der Bundesligist, mit Zimling in den roten Trikots und dem 0:1 in der 24. Minute. Da war die Tür erstmal zu für die Himmelblauen aus Chemnitz. Auch in der zweiten Halbzeit, als Mainz auf 0:2 erhöhte, Okazaki, der Torschütze, in der 49. Minute. Danach wurden die Mainzer nachlässig. In der Defensive viel Platz für Fink, den besten Schützen der dritten Liga. Der macht schnell das 1:2. Und drei Minuten später durfte er auch noch mal ran und traf zum Ausgleich. 2:2. Mainz im Sekundenschlaf. Aber sie drückten sofort auf den Führungstreffer und wieder ein traumhaftes Tor zum 2:3 durch Kuh. 73. Minute, das sollte doch reichen für den Bundesligisten. Nein, weil Bungert drei Minuten vor dem Ende ins eigene Tor trifft. 3:3, Verlängerung. Und da ging der Wahnsinn weiter. Alles war möglich. Chemnitz, der Tabellenführer der dritten Liga, ging in Führung. Zierreis in der 103. Minute. Aber Mainz kam noch mal zurück durch Bungert. Der Eigentorschütze trifft vorne. 4:4, 109. Minute. Und immer noch war es nicht zu Ende. Eine Minute regulär noch zu spielen. Da ist Kehl Gomez. 5:4. Wieder schnupperte der Drittligist an der Sensation. Führung. Dann der kurze Abschlag, der schlechte Abschlag von Pentke auf Geis. Und er trifft aus 55 Metern in letzter Sekunde. 5:5, Elfmeterschießen, 3:2 für Chemnitz. Dann hält Pentke, macht seinen Fehler wett. Die trafen alle und der letzte Schütze, Fink, macht das 5:4 im Elfmeterschießen.